Ja, hallo, hier ist wieder Michael Leverle aus Brasilien. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen zum Thema Prüfungsvorbereitung, wie Sie sich am besten auf Prüfungen vorbereiten können oder wie Sie am besten die Zeit des Lernens gut gestalten können. Das hat zwei Gründe, und zwar einmal ist es so, dass ich immer wieder Menschen erlebe, die sich enorm stressen lassen, wenn es um eine Prüfung geht. Das finde ich sehr schade, weil eben es eigentlich etwas Positives ist, was lernen zu können. Und der zweite Grund eben ist, dass ich eine sehr positive Erfahrung mache mit dem Lernen. Zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Die Prüfung ist ja nicht gerade einfach, es ist eine hohe Durchfallquote. Und für mich war die Prüfungsvorbereitung eine sehr gute Zeit, und eben das würde ich Ihnen auch wünschen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt drei Tipps an die Hand geben, wie Sie Ihre Zeit der Vorbereitung auf eine Prüfung oder wenn Sie ein anderes Ziel erreichen wollen, wie Sie das möglichst gut gestalten können. Der erste Punkt ist, es braucht eine gute Organisation, genügend Zeit und auch passenden Ort dazu. Also genügend Zeit und eben gute Organisation, das gehört zusammen. Ich erlebe immer wieder Menschen, die entweder gar keinen Plan haben oder ihr Plan total unrealistisch ist. Also ist es wichtig, dass Sie sich einen guten Plan machen, Tagesplan, Wochenplan, Monatsplan, wo Sie gut schauen, wie es das am besten für Sie passt, mit genügend Pausen drin. Und es kann Ihnen auch helfen, dass Sie das mit Ihren Mitmenschen, also zum Beispiel mit Ihrer Familie, besprechen, wann am besten die Zeiten des Lernens für Sie sind. Eben, es braucht auch gute Örtlichkeiten dazu, wo Sie sich wohlfühlen und dass Sie in der Zeit des Lernens sich auch nicht ablenken lassen, zum Beispiel durch Handy oder wenn Sie Ihre Mails checken. Eben wichtig ist, dass Sie da ungestört sein können in der Zeit. Der zweite Grund ist sehr wichtig, das ist eben die passende Einstellung dazu. Wenn Sie mit einer guten Einstellung in die Prüfung gehen, ins Lernen gehen, dann ist das schon die halbe Miete. Eben wie gesagt, ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, wenn das nur schon vorbei wäre, wenn ich das nur schon geschafft hätte, und vergessen dabei, dass der Moment, den Sie jetzt leben, der wichtige ist. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Wie würden Sie das einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wie dankbar sind Sie denn für das, was Sie lernen? 0 wäre, Sie sind überhaupt nicht dankbar, Sie finden das total unsinnig, was Sie da lernen. Und 10 wäre, Sie sind sehr dankbar. Wenn Sie jetzt bei weniger als 6 oder 7 sind, dann würde ich Ihnen raten, dass Sie mal schauen, wie Sie das ändern können. Ich kann Sie da auch gerne dabei unterstützen. Eine andere Sache, wenn es um Einstellung geht, ist, wie Sie in die Prüfung gehen. Zum Beispiel, als ich die Prüfung für Heilpraktiker für Psychotherapie hatte, ging ich in die Prüfung rein, ich kann das schaffen. Natürlich hatte ich zwischendurch auch immer wieder mal Zweifel, schaffe ich das denn überhaupt? Doch es gibt gute Methoden und Techniken, durch die ich diese Zweifel überwinden konnte. Und so, dass ich dann in die Prüfung ging und eben mit der Einstellung, ich kann jetzt endlich mal zeigen, was ich alles kann. Ich kann das, ich schaffe das, und so bin ich dann, als mich bei der mündlichen Prüfung hat mich die Prüferin abgeholt, und ich habe sie dann schon auf dem Weg zur Prüfung gefragt, ja, kann ich denn Notizen machen während der Prüfung?
Und sie fragte mich dann am Anfang, ja, warum ich denn eigentlich die Prüfung machen möchte. Und ich konnte ihr ganz plausibel erklären, warum das so ist. Und ein guter Start ist ja immer auch schon die halbe Miete für die Prüfung. Und in der Tat habe ich dann die Prüfung sehr gut bestanden. Der dritte Punkt, der eben sehr wichtig ist bei einer Prüfungsvorbereitung, ist, dass Sie sich genügend Pausen gönnen. In den Pausen können Sie einfach schöne Dinge machen. Also Spaziergang in der Natur, wie jetzt hier in Brasilien ist es sehr schön. Kann man mal einfach mal rausgehen, indem Sie sich mal Ruhe gönnen, eine Tasse Kaffee oder Tee oder sich mit einer Freundin, mit einem Freund treffen, eine Entspannungsübung machen, Meditation. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist eben, dass Sie sich dabei wirklich entspannen, dass es Ihnen wirklich gut tut. Ja, jetzt kann es sein, dass Sie bei einem der drei Punkte, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, Schwierigkeiten haben. Oder dass Sie große Ängste vor einer Prüfung haben oder dass Sie sich beim Lernen nicht richtig konzentrieren können, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie sich dabei unterstützen lassen. Ich kann Ihnen da gerne auch helfen. Sie können mich kontaktieren unter michael@leberle.eu. Es gibt da sehr gute Möglichkeiten, die Ihnen schnell und nachhaltig helfen können. Ja, das Ganze bewirkt einfach, dass Ihre Zeit der Prüfungsvorbereitung, Ihre Zeit der Vorbereitung, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, eine erfüllte Zeit sein kann. Ich habe jetzt zum Beispiel das Ziel, dass ich innerhalb von 3 Monaten Portugiesisch lerne, um eben dann eine spezielle Psychotherapieausbildung hier machen zu können. Und auch eben auf Portugiesisch arbeiten zu können mit dieser Methode. Und ich mag ja, ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Auch falls es gar nicht dazu kommen würde, dass ich die Ausbildung mache, kann ich sagen, es ist eine tolle Zeit. Und so habe ich das auch immer wieder erlebt. Ich habe viele Veranstaltungen vorbereitet mit dem Team zusammen und da versuchte ich auch immer die Vorbereitung schon so zu gestalten, dass es einfach Spaß macht, dass es schön ist. Und das Beste war dann immer, wenn mir jemand sagte, Mensch, das war schon so gut, so schön die Vorbereitung, selbst wenn die Veranstaltung gar nicht stattfinden würde, hätte sich das schon gelohnt. Wäre unser Einsatz eben schon, hätte sich das wirklich schon gelohnt, weil die Erfahrung schon so toll war in der Vorbereitung. Und das drückte übrigens schon ein Zitat von Konfuzius aus. Der sagt nämlich, der Weg ist das Ziel. Das finde ich sehr passend. Der Weg ist das Ziel. Ja, so wünsche ich Ihnen auf Ihrem Weg, egal wo Sie gerade stehen, alles Gute, eine gute Zeit, egal ob Sie jetzt gerade am Lernen sind, ob Sie bald eine Prüfung haben. Jeder Moment kann so gelebt werden, dass er wirklich erfüllt ist, dass Sie dabei glücklich sein können. Wie gesagt, wenn Sie dabei Unterstützung haben möchten, bin ich bereit dazu. Ich grüße Sie ganz herzlich wieder hier aus Belo Horizonte mit meinem schon fast legendären Sprung. Machen Sie es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.